Fraktion Die Linke, der Kollege Herbert Behrens. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Als ich gestern mit einem Kollegen aus Bayern über unsere Debatte heute sprach, da sagte er, bis heute war der Dobrindt der Wackeldankel vom Seehofer, ab heute wird er der Watschenmann der Republik werden. Ich glaube, die Kollegin, der Kollege hatte recht. Die Watschen hat er verdient, denn er hat mit diesem Gesetzentwurf, den er hier auf den Weg gebracht hat, der hier heute beschlossen werden soll, schweren Schaden angerichtet. Erstens, unsere europäischen Nachbarn, die uns besuchen oder nahe der Grenze einkaufen oder tanken wollen, müssen künftig Eintritt bezahlen, wenn sie mit dem Auto kommen. Wenn Sie das nicht wollen, dann fahren Sie halt über die Bundesstraßen. Da gilt zwar auch die Maut, aber sie wird noch nicht erhoben. So künstlich hat das Gesetz vorgesehen. Anders bei Besitzern von Autos in Deutschland. Sie müssen dazu noch nicht einmal mit dem Auto fahren. Sie bezahlen sowieso eine Jahresvignette auf allen Bundesstraßen, für alle Autobahnen, egal ob Sie dort fahren oder nicht. Aber der Betrag, den eine Jahresvignette kostet, der wird von der Kfz-Steuer wieder abgezogen. Die Mautformel Dobrindts heißt, Ausländer müssen zahlen, deutsche Autofahrer nicht. Das ist ein Taschenspielerstrick. Das wird die EU so nicht akzeptieren. Diese Umgehung wird sofort bemerkt werden und die EU-Kommission wird eingreifen. Das wissen wir. Das geht schief. Das haben auch mehrere Kommissare im Vorfeld gesagt, als beispielsweise Siim Kallas sagte, dass die Maut so nicht aufgesetzt werden kann. Selbst Violetta Bulls, die neue Kommissarin, hat dazu gesagt, die Dobrindtsche Ausländermaut verstößt gegen europäisches Recht. Die Erhebung einer Abgabe auf der einen Seite und die gleiche Entlastung auf der anderen Seite für deutsche Autofahrer ist nicht europarechtskonform. Europa soll ein vereintes Europa ohne Grenzen werden. Dazu passt keine Wegelagerei. Die Bundestagsmehrheit aus Unionsfraktion und SPD nimmt billigend in Kauf, dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland in Europa Schaden zuzuführen, schweren Schaden. Eine Ausländermaut gibt es so, anders als Sie es eben gerade gesagt haben, Herr Dobrindt, in keinem unserer europäischen Nachbarländer. Die Bundestagsmehrheit hier im Hause riskiert ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission. Sie provoziert Staatenklagen gegen die Bundesrepublik oder Gerichtsverfahren vor deutschen Gerichten. Schon der erste deutsche oder holländische Autofahrer meinetwegen, der sich weigert, das Eintrittsgeld zu bezahlen und einen Bußgeldbescheid ablehnt, kann eine gerichtliche Prüfung des Gesetzes auslösen. Unionsfraktion und SPD ermuntern unsere Nachbarländer sogar, dass sie zu ähnlichen Schritten kommen, wie sie das wollen, nämlich eine Maut ausschließlich für Ausländer in ihrem Zuständigkeitsbereich einzuführen. Das ist keine gute Perspektive für ein Europa der Völker. Aber der Verkehrsminister bleibt sich treu. Im Oktober 2012 erhielt Dobrindt von der Europa-Union den Negativpreis Europa-Distel für den größten europapolitischen Fauxpas. Er hatte damals den EZB-Chef Draghi als Falschmünzer bezeichnet. Der Beschluss, eine Ausländermaut einzuführen, ist gegen die Idee für ein Europa ohne Grenzen gerichtet. Sie ist europapolitisch verantwortungslos und die Europa-Distel 2015 gehört Ihnen auf jeden Fall. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zweitens, auch der Parlamentarismus hat Schaden genommen mit diesem unseligen Projekt. Über Monate wurden Anfragen unserer Fraktion und auch anderer faktisch nicht beantwortet. Immer wieder wurde geschrieben, das Ministerium arbeite noch, ein Gesetzentwurf läge noch nicht vor, der Gesetzentwurf befände sich in der Abstimmung zwischen den Ressorts oder sonst irgendwas. Auch in den Fragestunden hier im Plenum wurde gemauert. Das kann das Plenum so nicht akzeptieren. Wir haben es in der Geschäftsordnungsdebatte schon zum Thema gemacht. Das stärkste Stück aber ist der Schweinsgalopp im Gesetzgebungsverfahren. Ende Februar kamen die Entwürfe der beiden Gesetze zur Ausländermaut und zur Entlastung durch die Kfz-Steuer ins Parlament. Heute, 4 Wochen später, soll endgültig abgestimmt werden. Und so mussten wir erleben, dass umfangreiche Änderungsanträge, wir haben es gehört, der Koalition bis einen Tag vor der Ausschussberatung oder am selben Tag vorgelegt worden sind, dass Anhörungen mit Sachverständigen binnen 14 Tagen vorbereitet und ausgewertet werden mussten. Das ist der politische Stil der Regierungskoalition und der ist gewollt. In Wirklichkeit hat die Große Koalition gar kein Interesse daran, diesen Mautmurks prüfen zu lassen. Expertenmeinungen aus den Anhörungen berücksichtigen, Fehlanzeige.
Einwände aus Brüssel prüfen, vergiss es. Ich zitiere, wir sehen aber unseren Auffassungen in den Expertenmeinungen, die auch zu hören waren, bestätigt. Deshalb sehen wir uns auch nicht veranlasst, unsere Aufforderung, unsere Auffassung zu ändern. Das sagte mir Staatssekretär Bartle in der Fragestunde vor gut 14 Tagen. Es ist dann wohl egal, ob Sachverständige überhaupt einbezogen werden, zu prüfen, drauf zu gucken, uns als Parlamentariern die Tricks in diesem Gesetz aufzeigen zu können. Das ist nicht gewollt. Wenn der Staatssekretär sagt, wir sehen uns nicht veranlasst, unsere Auffassung zu ändern, dann ist das ein deutliches Zeichen für das falsche Demokratieverständnis der tonangebenden Fraktionen hier im Hause. Die Opposition sollte gar nicht die Chance bekommen, die Machwerke und deren Folgen gründlich durchzuarbeiten. Und einigen Kolleginnen und Kollegen aus der Koalition dürfte es nicht anders gegangen sein. Noch vor 4 Wochen haben Sie, Herr Kollege Barthold, darum gebeten, sich für die Beratung ausreichend Zeit zu nehmen. Die Pkw-Maut könne aus der Sicht der SPD wegen der vielen ungeklärten Fragen nicht im Schnellverfahren beschlossen werden. Jetzt beginne die Kernarbeit, meinten SPD-Kollegen. Diese Seifenblasen sind geplatzt. Sie waren daran beteiligt. Die CSU setzt sich mit ihrem Schnellverfahren durch. Sie akzeptieren das. Das ist die Missachtung der parlamentarischen Beteiligungsrechte. So nimmt auch der Parlamentarismus Schaden. Drittens. Auch auf die Wählerinnen und Wähler wird keine Rücksicht genommen. Sie vertrauten noch am Wahltag der Aussage der Kanzlerin, die sagte, mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Im November des Jahres war diese Aussage nichts mehr wert. Dieses Versprechen war eine Wählertäuschung. Und ich frage mich auch, wie lange das Wort des Koalitionspartners SPD Bestand haben wird. Denn die Kollegen behaupten, sie stimmen einer Ausländermaut nur dann zu, wenn sie europarechtskonform ist. Der niedersächsische Ministerpräsident, SPD, sagt vorgestern, er sei sicher, dass die Pkw-Maut vom Europäischen Gerichtshof gekippt wird. Die Maut soll keinen deutschen Autofahrer belasten. Das ist die zweite Bedingung, die Sie gestellt haben. Wie lange gilt diese Zusage denn noch? Bis die EU-Kommission die 1:1 Entlastung kassiert? Die sogenannte Infrastrukturabgabe ist für die Kommission unbedenklich, dieser Teil. Am Ende liefern also die Autofahrer, egal ob deutsche oder ausländische, 3,7 Milliarden Euro jährlich ab, ohne Ausgleich, weil die EU den Ausgleich kassiert hat. Und genau das ist gemeint, wenn wir hier über dieses unselige Projekt sprechen. Wenn der Verkehrsminister von einem echten Systemwechsel spricht, heißt das Privatisierung der Finanzierung der Infrastruktur hier in Deutschland. So steht es eigentlich auch im Koalitionsvertrag, wenn man mal das Ganze entblättert und im Kern offenlegt. Sie weigern sich, das offen auszusprechen, und das akzeptieren wir nicht. Ihre Devise heißt, nur kein Streit in der Großen Koalition. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kanzlerin hat hier im Plenum in einem anderen Zusammenhang gesagt, Abenteuer aber darf ich nicht eingehen. Das verbietet mein Amtseid. Dann wäre es Ihre Pflicht gewesen, Frau Kanzlerin, Ihren Minister bei dieser abenteuerlichen Ausländermaut zu stoppen. Sie haben es nicht getan. Wenn so wie bei der Ausländermaut in der Großen Koalition geschachert wird, dann nimmt die Demokratie Schaden und die Menschen wenden sich enttäuscht ab. Dieser Preis ist unverantwortlich hoch für ein Gesetz, worum es lediglich darum geht, eine CDU-CSU-Stammtischidee durchzusetzen. Für die SPD spricht jetzt der Kollege Sören Barthol.